Am Donnerstagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Frankfurt und der Feuerwehr Neu-Isenburg auf die A3 zwischen dem Offenbacher Kreuz und dem Frankfurter Kreuz in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt Süd alarmiert. Hier brannte ein mit PKW beladener Sattelauflieger in voller Ausdehnung. Laut ersten Informationen hat ein geladener PKW Feuer gefangen. Der LKW-Fahrer reagierte schnell und mit Hilfe eines Ersthelfers konnten noch einige Neuwagen rechtzeitig abgeladen werden. Die genaue Anzahl liegt uns derzeit nicht vor. Laut unbestätigten Angaben verletzte sich der Ersthelfer dabei leicht und wurde zur Behandlung in eine umliegende Klinik verbracht. 6 Wagen brannten auf dem Auflieger komplett aus. Die Zugmaschine des Transportes konnte durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr gerettet werden. Schwierigkeiten bei den Löschmaßnahmen bereiteten der Feuerwehr die Minustemperaturen, da das Löschwasser schnell auf dem Boden zu gefrieren begann. Die A3 musste zeitweise für die Löschmaßnahmen voll gesperrt werden, zum späteren Zeitpunkt konnten 2 Fahrspuren wieder freigegeben werden. Im morgendlichen Berufsverkehr staute sich der Verkehr auf rund 15 Kilometer zurück. Die Ausfahrt Frankfurt Süd wird wahrscheinlich noch bis in die Mittagsstunden voll gesperrt bleiben. Vermutlich wurde die Fahrbahn auch stark beschädigt, das wird sich aber erst genau feststellen lassen, wenn die PKW und der Auflieger abtransportiert wurden. Weshalb es zu dem Brandausbruch kam und auf wie viel Euro sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist nun Aufgabe polizeilicher Ermittlungen. Okay.